Nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber heute ging es in Biberach. Ich meine, das war das Biberach an der Riß in Baden-Württemberg. Und zwar hätte da der politische Aschermittwoch der Grünen veranstaltet werden sollen. Wurde dann aber abgesagt, kurzfristig, aus Gründen, die hier unten ist zum Beispiel nicht Ja. genannt werden. Hier unten ist die Rede von, dass es der Vorsitzende vom Kreisverband abgesagt hat, wegen aggressiver Stimmung bei den Demonstrationen im Aha. Umfeld. Ja, das wird es gewesen sein. Vielleicht für die, die es nicht wissen, ich wusste es jetzt auch nicht, der politische Aschermittwoch bezeichnet die traditionell am Aschermittwoch stattfindenden lokalen oder regionalen Versammlungen der meist größeren deutschen Parteien, auf denen es oft zu einem derben rhetorischen Schlagabtausch kommt. Das kann man natürlich sich auch denken, dass die Parteien, die halt nicht so rhetorisch gesegnet sind, das vielleicht doch eher absagen wollen. Meinst du, daher weht der Wind? Ich weiß nicht. Ja, möglich. Ich denke eher, dass die ein bisschen Gegenwind bekommen haben und das dann schön fanden. Aber schauen wir mal Ach das so, Video an. weil andere Meinungen und so, die werden ja dann nicht akzeptiert. Muss man es Ja. gleich absagen? Gucken wir mal rein. Okay. Dass es verbal hart hergeht beim politischen Aschermittwoch, du hast es gerade gesagt, das ist jetzt nicht weiter überraschend. Allerdings musste ja nun die Veranstaltung der Grünen in Biberach abgesagt werden wegen der massiven Proteste rund um die Halle. Aus Sicherheitsbedenken wurde das denn im Einklang mit den Behörden abgesagt. Ist das dann nicht doch bedenklich für die politische Diskussionskultur in Deutschland? Also, wir sehen hier eine Dame von der Welt, die eine andere aus Passau interviewt. Die ist bei der CDU-Veranstaltung und wird zu der Veranstaltung von den Grünen gefragt. Das finde ich schon mal ein bisschen Ja, suspekt. also ist es quasi eine Veranstaltung, da sitzt jetzt nur CDU, CSU, keine anderen Parteien. Ne? Könnte ja sein, da sitzen alle. Nee, es sind alle drei Plakate von der CSU. Genau. Okay. Ja, dann wird es nur CSU sein, ja. Und die wird jetzt zu der Veranstaltung von den Grünen befragt. Und weil das nicht stattfinden kann, ist es ja was gegen das politische Klima und das ist bedenklich. Aber die Ursache, warum das nicht stattfinden kann, eine andere. Die Leute sind unzufrieden mit der Politik der Grünen. Daher weht der Wind. Aber das wird jetzt wieder irgendwelche anderen Gründe gesucht. Nun, da kann ich jetzt nur spekulieren, denn ich bin nicht vor Ort gewesen. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Die Grünen haben gesagt, dass sie aus Sicherheitsgründen absagen müssen. Jetzt wäre es natürlich sehr interessant zu wissen, hat die Polizei. Also so sah es da aus. Und wir sehen da auch Berliner Fahrzeuge. Bedeutet, die waren entweder schon da oder Also wirklich irgendwelche. die aus dem Bundestag. Also geladen war, ich meine, Ricarda Lang war geladen und Cem Özdemir auf jeden Fall. Oh, okay. Also Und. nicht nur die Regionalen, die jetzt in Bayern. Für Nee. die Grünen Landtagssprecher sind oder so. Und Okay. Kretschmann war auch geladen. Aha. Okay. Das haben sie jetzt spontan abgesagt, weil Sicherheitsbedenken. Gut, die Masse sieht ja schon außer Rand und Band aus, ne? Und man sieht es auch an den Polizisten, die sind wirklich richtig schwer bewaffnet. Bis unter die Zähne sind die angezogen mit Sicherheitsausrüstung. Höchste Alarmbereitschaft. Die sind Also. ganz angespannt. Ganz ehrlich, die stehen da einfach nur in Uniform mit einer Schutzweste und einer Mütze auf. Also nichts. Nichts Schlimmes. Und die, also das bedeutet auch, dass die keine Angst vor den Demonstranten haben. Ich bin mir sicher, wenn da die Antifa stehen würde, dann hätten die Schutzausrüstung und Helm am Mann. War ja auch gesagt, dass es abgesagt werden muss. Wessen Einschätzung war das? Wer genau ist vor Ort gewesen und hat demonstriert? Wir wissen aber, dass auf jeden Fall ein großer Misthaufen vor der Halle abgeladen wurde, dass es viele Traktoren schon seit dem frühen Morgen gegeben hat. Es soll auch ein eingeschlagen. Also wir haben jetzt Angst vor Misthaufen und vor Traktoren. Genau, es sind auch überhaupt keine Traktoren auf irgendwelchen Umzügen gewesen. Also es ist der erste Traktor hier, den ich im Kontext Fasching oder Karneval sehe. Der kann schon einschüchtern. Wir sehen hier auch, dass eine Autoscheibe zu Bruch gegangen ist. Also so ein Aggressionspotenzial, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das Fenster und Pfefferspray gegeben haben. Aber das sind alles jetzt erstmal nur Stichwörter, nur Schlagwörter, die schwer einzuschätzen sind, wenn man nicht vor Ort ist. Es soll eine Pressekonferenz mit der Polizei geben. Klar ist aber natürlich, das haben wir mitgekriegt die letzten Wochen, die Landwirte haben vor allem ein Ziel, das sind die Grünen. Auf die überträgt sich sozusagen diese ganze Wut, die ja hier aber auch in der Rede von Markus Söder heute nochmal aufgegriffen wurde. Also die Landwirte werden zu einem sehr wichtigen Kernpunkt in diesem ja, recht aufregenden politischen Wahljahr 2024. Gehen wir weiter nach Deggendorf. Marion Gehlert Verstehe dort ich beim. richtig? Die Grünen, also die Bauern sind die Bösen. Die aggressiven Bauern. Okay. Also, wann hat die Bauerndemo? Das war am 8.1., ne? Ja. Knapp einen Monat und eine Woche her. Und angekündigt war es ja schon letztes Jahr, Ende Dezember.
Und das findet immer noch statt. Es findet nur keine Erwähnung mehr in den Medien. Aber jetzt auf einmal ist es wieder gut genug. Und das schlägt es gerade wieder zurück. So. Ja. Hier unten steht auch Grünen Stammtisch wegen Bauernprotesten abgesagt. Also sie können sich noch nicht so ganz entscheiden, wie sie es adressieren wollen. Ja, es ist aber schon traurig, dass wenn du quasi Politik gegen das eigene Volk machst, dass du dich nicht mal dem Volk stellst. Ich meine, sie hätten ja auch schon damit rechnen können, dass das vielleicht ein bisschen hitziger als die Jahre davor werden könnte, dass man dann halt irgendwie dann auch die Lokation anpasst oder so. Aber ich denke, das war einfach so gewollt, dass man sagt, hey, und dann fahren wir dahin, guter Wille, und dann ist es uns aber zu kritisch und dann fahren wir einfach, ne? Wahrscheinlich nochmal, wenn Ricarda dabei war, zum Megges und fahren wieder heim. Das ist auch irgendwie eine gewisse Naivität vorhanden, oder? Weil jetzt, wenn eine AfD-Veranstaltung irgendwo stattfinden soll, dann hat man da ein entsprechendes Sicherheitskonzept. Man bereitet sich von vornherein schon vor, dass da, was weiß ich, was aufläuft. Der Schwarze Block und andere Demonstranten. Ja. Und damit hat man jetzt hier nicht gerechnet, ne? Ja, ganz komisch. Obwohl ja eigentlich doch, sag ich mal, Politiker von Rang da waren. Wenn Söder da war, wenn da drei Grüne noch aus dem Bundestag kommen. Söder war in Passau, also... Ja, aber die doch auch, dachte ich. Nee, die war in Passau, aber das Ganze war in Biberach, in Baden-Württemberg. Also es war ganz woanders. Wieso wird sie denn jetzt gefragt? Weiß ich auch nicht. Und warum jetzt noch nach Deggendorf, woanders in Bayern geht? Jetzt sind sie noch bei den Freien Wählern, haben sie auch eine gefragt. Ach so. Wahrscheinlich. Ach, deswegen war sie jetzt links auch so verwirrt, weil sie dachte, was fragst du mich jetzt nicht? Aber die... ja. Und jetzt fragen sie noch, wir sind hier im Hintergrund Freie Wähler, meine ich, in Deggendorf. Ja. Jetzt fragen sie noch die Reporterin. Wahrscheinlich haben sie nicht mal einen Reporter... Ort in Biberach. Oder sie wollen irgendwas verstecken. Ja, das ist natürlich jetzt schon komisch. Extrem sass. Da wird doch irgendein Journalist da sein, den sie interviewen können. Vor allem, da kann man doch auch mal schnell hinfahren. Nicht? Also. Ja. Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler. Großer Auftritt da natürlich von Hubert Aiwanger. Hat der wieder versucht, sich als Mann der Basis zu präsentieren? Das ist eine Frage. Hat der wieder versucht, also es hat jetzt hier gar keinen Zusammenhang mit Hubert Aiwanger, aber was ist das für eine Fragestellung? Ja. Ziemlich geschlossen, ne? Ja, das ist schon eine klare politische Richtung, die sie hier einschlägt. Eher als Mann der Mitte, und das waren schon sehr erstaunliche Töne. Er hat sich auch rhetorisch ganz schön zurückgenommen, also es gab keine eskalierenden Äußerungen. Er hat immer wieder gesagt, die Freien Wähler, das ist die Partei des gesunden Menschenverstandes und dementsprechend sei hier in Deggendorf die größte Versammlung des gesunden Menschenverstandes in ganz Bayern. Das andere, was er gemacht hat, ist, sich nochmal zum obersten Verteidiger der Bauernschaft zu stilisieren. Es gab auch einige Bauern, die mit ihren Traktoren hierher gefahren sind. Und es gab übrigens auch zwischen den Reden hier schon die Äußerungen und die Bekanntgabe, dass es Ärger zwischen den Grünen und den Bauern bei ihrer Versammlung gibt. Eigentlich hätte man fragen müssen, gibt es eigentlich auch einen Misthaufen in Deggendorf vor der Halle oder nur in Biberach? Ja, er hat sich ja schon die ganze Zeit eher pro Volk geäußert und auch Bauern. Deswegen glaube ich nicht, dass die da jetzt, gut, es gab wahrscheinlich schon den einen oder anderen Verärgerten, aber den Mob, den hat dann eben Biberach abgekriegt. Aiwanger zeichnet sich vor allem durch Untätigkeit aus. Ja, viel zu sagen hat er auch nicht, oder? Aber wie ist denn das? Gab es dann quasi überall in Bayern diese politischen Aschermittwoche, aber jeder hat so für sich, also als Partei, so ein Zentrum gehabt? Wo die größte Veranstaltung war? Oder waren das jetzt einfach so, wo die, sag mal, die Celebrities, ne, die Prominenz der Politiker war und deswegen sind die jetzt für diesen Beitrag relevant? Ich habe das so verstanden, dass bei die baden-württembergische Grüne waren und nicht die von ganz Deutschland. Die Baden-Württemberger, okay. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wer da alles eingeladen worden ist. Aber okay. Wenn das größer gewesen wäre, zum Beispiel auch wie der Parteitag, der letzt in Baden-Württemberg erst war, das hätte man ja irgendwie dann mitbekommen, oder? Die Bauern haben es mitbekommen. Es war zwar nichts von den Gewalttaten bekannt, aber dass auch dort Hubert-Hubert-Rufe erschallt sind, genauso wie hier in Deggendorf. Und das wurde hier laut und stark gefeiert. Ansonsten sehr moderate Töne. Man wolle die Demokratie verteidigen und sich nicht von Extremisten, egal welcher Art, zerstören lassen. Das ist schon eine andere Tonalität, als Aiwanger bisher bedient hat. Marion Gehlert, und er hat gesagt. Und er hat gekackt. Mhm. Aber ich sag dir bloß noch Danke. Ja. Also ich habe jetzt echt gelernt, ich kannte den politischen Aschermittwoch nicht. Aber ich finde es eine coole Sache. Dann kannst du nämlich auch zu der Partei, die dich am meisten stört oder wo du Fragen hast, hingehen
und dich halt auch vor Ort damit auseinandersetzen. Mal eine Frage stellen oder halt ja, so ein paar Plakate malen, Traktoren vorfahren. Noch eine weitere Einschätzung, und zwar vom Tagesspiegel. Ich habe das jetzt so verstanden, dass die dann Reporter vom Tagesspiegel vor Ort hatten. In Biberach. Ja. Okay. Allerdings ein paar Stunden später. Also da die Einschätzungen von danach. Auch mal reinschauen. Das ist leider ein hochkantes Video, das ist ein bisschen doof. Und jetzt zum Grünepunkt. Hallo von der Stadthalle in Biberach in Oberschwaben. Hier geht es inzwischen wieder ganz ruhig zu. Man riecht nur noch ein bisschen einen Misthaufen. Heute Morgen sah das aber ganz anders aus. Da waren hier mehrere hundert Demonstranten und haben verhindert, dass der politische Aschermittwoch der Grünen in Baden-Württemberg stattfinden konnte, zu dem sich unter anderem der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, aber auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir oder die... Also wir sehen ganz böse Menschen vor Ort. Die sehen sehr radikal aus. Die könnten jederzeit handgreiflich werden, ja. Hier so ein Schild mit Ampel, was da drauf steht. Oh, ist so weit weg. Ja, ich glaube aber nicht, dass es ein Ampel-Fanboy ist. Nee, ich glaube, dass... Also wenn du von ihm hier vorne nicht mal den Gesichtsausdruck siehst. Mit seiner selbstgebauten Vuvuzela, mit seinem Akkuschrauber. Und das ist ein Akkuschrauber. Geil. Ja. Gefällt mir. Parteichefin der Grünen, Ricarda Lang, angekündigt hatten. Es waren hier mehrere hundert, spricht die Polizei, Demonstranten, die teils auch Gegenstände auf die Polizei geworfen haben, die hier Feuer gemacht haben und... Also es waren böse Demonstranten, die haben Gegenstände auf die Polizei geworfen und Feuer gemacht. Ja. Klingt aber eher eigentlich nach dem anderen politischen Spektrum. Also Sachen auf Polizei werfen ist uncool. Richtig uncool, aber... Ganz ehrlich, wir sehen, wie die Polizisten gekleidet waren. Mhm. Und ich habe keine Pressemitteilung dazu gefunden, dass es da sonderlich eskaliert ist. Wer hat es gesagt? Die Grünen haben es gesagt. Ja. Also ich habe hier was gefunden. Ich glaube, da wurden 3 Polizisten verletzt. Bei Bauernblockade in Biberach. Ja gut, aber wenn es nur wenige hundert Demonstranten sind, vielleicht so 300, 3 Verletzte. Ja, okay. Bei Tumulten. Also Tumult bedeutet ja eigentlich auch, dass irgendeine Situation in irgendeiner Form eskaliert ist und der Rest... Also heißt dann nicht, irgendwas wurde geschmissen, sondern so Handgreiflichkeiten? Ja. Mhm. Also Tumult ist immer so eine Haube von Menschen, hätte ich jetzt gesagt. Okay, ja. Viele. Aber der Cem hatte ja gesprochen, ne? Also der hatte angefangen zu reden und dann haben sie es abgebrochen. Scheinbar ja, wurde ausgebuht und er ist dann... Also man hat ihn ja weglaufen sehen, ne? Ja, er hat noch kurz geredet. Da bräuchten wir echt mehr Handyaufnahmen von denen, die da waren. Ja. Die ihren Unmut mit der Ampel und vor allem mit den Grünen zum Ausdruck gebracht haben und dabei nicht immer friedlich geblieben sind. Es gab wohl auch einige verletzte, leicht verletzte Polizisten, sagte ein Polizeisprecher später. Die Grünen mussten dann ihre Veranstaltung hier, die eigentlich zum 27. Mal hätte stattfinden sollen, absagen, weil die Sicherheit der Beteiligten nicht gewährleistet werden konnte. Einige Grüne kritisierten auch den Polizeieinsatz, dass die Polizei offenbar nicht mit ausreichend Präsenz vor Ort war. Das ist die Polizei schuld. Die sind immer schuld. Ja, wer das wohl kritisiert hat. Ich glaube nicht die Bauern. Nee. Der Sprecher des Präsidiums in Ulm kündigte an, dass man diesen Einsatz nochmal nacharbeiten werde. Andere Grüne lobten aber und dankten der Polizei, dass sie sich hier vor sie gestellt hatten, sodass es in der Halle wenigstens friedlich blieb. Darunter auch Cem Özdemir, der den verletzten Polizistinnen und Polizisten gute Besserung wünschte. Wer kritisiert eigentlich Polizisten in der Öffentlichkeit? Wer dankt denen? Also ich meine mich auch zu erinnern, dass bei dem 8.1., den großen Bauernprotesten, hat sich doch auch die Polizei nachträglich sehr positiv geäußert, dass die eben auch die Rettungsgassen gebildet haben, dass die friedlich geblieben sind. Ja. Es ist überhaupt nicht im Interesse der Bauern, aggressiv oder irgendwie in die Richtung zu gehen. Gar nicht. Das sind halt ganz normale Menschen, das würden die auch niemals riskieren. Ja, die jetzt halt auch mittlerweile frustriert sind. Die haben ja schon im Dezember angefangen. Nach 2 Monaten Streik einfach nicht mal eine Erwähnung zu finden in der Öffentlichkeit, natürlich wirst du dann wütend auf Medien und auf die Politik. Aber die sind nicht wütend auf die Polizei. Er betonte noch einmal, dass es sich bei dem Protest nicht um die Bauern gehandelt habe, sondern dass diese Menschen, die hier vor der Halle demonstriert hätten, dem Anliegen der Bauern geschadet hätten, weil nun über diese Bilder debattiert wird und nicht über die berechtigten Anliegen der Landwirte und Landwirtinnen. Richtig. Da denke ich auch manchmal so an Aktionen unter falscher Flagge vielleicht. Mhm. Es wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass sich die Antifa irgendwo drunter gemischt hat. Oder mittlerweile würde ich sogar das auch nicht mal irgendwelchen politischen Akteuren absprechen. Wenn man sich die Korrektivstory nochmal
durchdenkt, was da so passiert ist. Auch mit, und wie hat es George Kellermann gesagt, die Demokratie auch mit undemokratischen Mitteln verteidigen. Das sagt ja schon mal alles aus über diese Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse Discord-Server vorbei. Und schaut doch gerne mal bei Avocado TV vorbei. Garantiert frei von Hass. Alle Links findet ihr in der Infobox.